Viertes Türchen. Lucius und Narcissa. Der Krieg war im vollen Gange. In Hogwarts tobte eine Schlacht zwischen Gut und Böse. Welche Seite gewinnen würde, entschied sich allerdings mitten im verbotenen Wald. Dorthin hatte sich Lord Voldemort mit dem engsten Kreis seiner Todesser zurückgezogen. Aber vorerst hieß es, Geduld zu haben, denn Harry Potter sollte ausgeliefert werden. Als der dunkle Lord diese Forderung gestellt hatte, war er sich absolut sicher gewesen, dass sie erfüllt werden würde. Doch je länger es dauerte, desto ungeduldiger wurde er. Den einzigen Triumph, den er bis zu diesem Zeitpunkt vorweisen konnte, war der vollständige Gehorsam des Elderstabs. Dafür hatte er einen seiner besten Leute opfern müssen, Severus Snape. Er verspürte darüber keinerlei Trauer. Er hatte es schlichtweg für die Notwendigkeit angesehen. Denn was war schon eine weitere tote Person auf seinem Weg zur Macht, zu seiner Herrschaft? Es war nicht der Rede wert. Nun musste er sich auf den Rest seiner Leute verlassen, dass sie den Kampf ausfochten und er nur noch den Jungen töten musste. Wenn dies geschehen war, würden sie sich schon alle ergeben. Sie würden vor ihm kapitulieren und ihn als rechtmäßigen Herrscher anerkennen. Die Minuten vergingen, doch nichts passierte. Aber dann trat der Junge, der überlebt hatte, auf sie zu. Er war gekommen, um zu sterben. Während die Todesser in Aufregung verfielen, blieb Voldemort still und fixierte Harry mit seinem Blick. Er hatte wirklich recht behalten. Der Junge war zu ihm gekommen. Wie sonst sollte sich der noble Harry Potter auch verhalten? Langsam beruhigte sich seine Gefolgsleute und der dunkle Lord richtete das Wort an seinen Feind. Es war nur ein einzelner Satz. Der letzte, den er jemals hören sollte, bevor sein noch junges Leben beendet werden würde. Voldemort hob den Elderstab, sprach die letzten Worte und ein grüner Blitz traf Harry. Sofort sackte dieser zu Boden, wie eine Marionette, die ein Schnürdemann durchtrennt hatte. Das Leben war aus seinem Körper gewichen. Nach so vielen Jahren des Wartens, der Vorbereitungen, des häufigen Scheiterns, lag der Junge nun endlich tot vor ihm. Nichts konnte sich ihm nun mehr in den Weg stellen. Doch war die Freude darüber nur von kurzer Dauer. Denn im nächsten Moment brach Voldemort selbst zusammen. Sofort eilten einige Leute zu seiner Hilfe. Er war ohnmächtig geworden. Es dauerte nur wenige Sekunden, dann schlug er die Augen schon wieder auf. Natürlich wollte er keinerlei Hilfe annehmen. Das würde nur als Zeichen von Schwäche aufgefasst werden können. Und er war nicht schwach. Mit eigener, sehr geringer Kraft rappelte er sich vom Boden auf. Sofort galt seine Aufmerksamkeit der Leiche, die ein paar Meter entfernt lag. War wirklich alles richtig verlaufen? War der Junge wirklich gestorben? Voldemort selbst wollte ihm nicht zu nahe kommen, also schickte er Narcissa. Sie ging zu Harry, beugte sich hinab, um seinen Puls zu fühlen, der tatsächlich vorhanden war. Erneut hatte der Gryffindor den Todesfluch überlebt. Doch das war für sie nebensächlich. Die Mutter wollte nur so schnell wie möglich wissen, ob ihr Sohn im Schloss und am Leben war. Sie beugte sich tief hinab, um seinen Kopf zu verdecken, und stellte ihm ihre Frage. Der vermeintlich Tote antwortete mit einem gehauchten »Ja«. Und im Bruchteil einer Sekunde wusste Narcissa, was zu tun hatte. Sie konnte ihren Sohn suchen und finden, wenn Voldemort sich siegreich hielt und zum Schloss marschieren würde. Die Frau richtete sich auf, bestätigte den Tod von Harry Potter. Die Todesser jubelten über den Erfolg, und der dunkle Lord stellte seine Macht unter Beweis, indem er nach der angeblich leblosen Körper durch die Luft schleudern ließ. Dann war es an der Zeit, zum Schloss zu gehen. Hagrid sollte den Leichnam tragen. So zogen sie durch den Wald, bis vor die Schule. Voldemort gebot den Leuten, aus dem Schloss zu kommen und sich den toten Harry anzusehen. Natürlich wollten alle wissen, ob er die Wahrheit sagte. Also verließen die Zauberer das Gebäude. Sie sahen ihn in Hagrids Armen und die plötzliche Verzweiflung war förmlich zu spüren. Sie alle wussten weder ein noch aus. Doch ein Junge wollte nicht einfach nur dastehen, sondern weiterhin Widerstand leisten. Neville Longbottom. Der Gryffindor war aus der Menge gerannt und wollte versuchen, die Schlange zu töten. Aber er wurde von Voldemort aufgehalten. Dieser hätte ihn bei seinem Todessern aufgenommen. Immerhin war er reinblütig. Doch davon wollte Neville nichts wissen. Also sollte an ihm ein Exempel statuiert werden. Er verpasste dem Jungen einen Körperklammer, setzte ihn den entsprechenden Hut auf,
und mit der Erklärung, dass es jetzt nur noch das Haus Lyran gab, setzte er ihn in Flammen. Plötzlich kamen Zentauren und Grab aus dem Wald gerannt. Die Schlacht begann von Neuem. Durch den überraschenden Moment konnte Neville sich befreien, zog das Schwert von Godric Gryffindor aus dem Hut und tötete damit Nagini. Der tote Körper fiel zu Voldemorts Füßen. In diesem Chaos war es Harry endlich gelungen, unbemerkt auf die Beine zu kommen. Er hatte sich den Tarnumhang übergeworfen, womit vorerst nur Hagrid sein Verschwinden bemerkte. Durch die kämpfenden Riesen und Testrale mussten sich die Todesser ebenso wie Hogwarts Verteidiger in Richtung des Schlosses bewegen. Der Kampf der Zauberer wurde in der großen Halle fortgesetzt. Nach und nach fielen die Todesser, so dass am Ende nur noch 2 Duellantenpaare übrig blieben. Molly Weasley kämpfte gegen Bellatrix Lestrange und die Professoren McGonagall und Slughorn sowie Kingsley nahmen es mit Voldemort persönlich auf. Den Kampf der beiden Frauen entschied Molly für sich. Der Verlust seiner letzten treuen Dienerin machte den dunklen Lord so unbändig wütend, dass er die 3 erfahrenen Zauberer mit nur einem Schlag zurückstieß. Er wollte Molly töten, doch wurde von einem Zauber aufgehalten, der von Harry stammte. Und damit ging es zum letzten Kampf. Die beiden umkreisten sich, während Harry Voldemort erst erzählte, dass er niemanden mehr töten könne und dass der Elderstab ihm immer noch nicht gehöre. Nach der genaueren Erklärung ging die Sonne auf und eben diesem Moment schossen sie ihre Zauber ab. Dabei stellte sich heraus, dass Harry Recht behalten würde. Der Elderstab flog seinem rechtmäßigen Besitzer in die Hand und der Todesfluch traf denjenigen, der ihn hervorgerufen hatte. Es war vorbei. Die Schlacht war gewonnen. Alle liefen auf Harry zu und bejubelten ihn. Irgendwann brachte man Voldemorts Leiche in eine Kammer und stellte die Tische auf. Die Leute ruhten sich aus, aßen, tranken, trauerten um ihre Toten oder freuten sich über ihren Triumph. Auch die kleine Familie Malfoy saß für eine Zeit in einer Ecke der Halle. Sie wurden nicht beachtet, machten sich irgendwann auf den Weg in ihr Haus. In der Eingangshalle blieben die Eltern noch stehen, während Draco in sein Zimmer gehen wollte. »Egal, wie es jetzt mit uns weitergeht, ich liebe dich«, sagte Lucius erschöpft zu seiner Frau und küsste sie. »Ich liebe dich auch«, erwiderte sie, nahm seine Hand. Noch bevor Draco das obere Stockwerk erreichen konnte, wurde die Haustür aufgestoßen.